geht es auf jeden Fall bergauf. Stark. Und ich merke trotz des Bergauffahrens, wenn ich aufs Gas steige, er beschleunigt sogar noch bergauf. Also der hat wirklich ordentlich Wumms. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen 007 Gas Video. Dieses Mal hat es Gott sei Dank nicht so lange gedauert und ich bin wieder fündig geworden. Nein, es ist diesmal kein Crossline, denn wir haben hier heute mal etwas ganz was anderes, einen Microcar MGO. Der ersten Generation mit dem Jan Marmotor in einem schönen Weiß. Das Fahrzeug sieht richtig geil aus. Ich finde, es sieht auch sehr schlicht aus mit der weißen Farbe. Es hat überhaupt keine Risse, keine Beschädigungen. Das Auto sieht aus wie neu. Es hat nur einen Besitzer. Die haben das neu gekauft. Das ist wirklich wie neu. Das hat eine alte Dame gefahren. Die traut sich jetzt nicht mehr fahren. Und das Auto stand immer in der Garage und es ist so schön sauber und gepflegt. Das ist Wahnsinn. Ja, also wirklich. Vor allem mit dieser weißen Farbe. Das sieht einfach nur schön aus, Leute. Ihr hört es auch schon, das Auto ist wirklich schön leise. Der Jan Marmotor ist bekannt dafür, ruhiger zu sein als der Kubota bei Exam. Ist auch kräftiger, also eigentlich ist das sogar wirklich der beste Motor. Also bei mir, mir persönlich gefällt das Auto wirklich sehr. Ja, Leute, gar nicht lang drum herum geredet, steigen wir gleich mal ein. Hier gibt es auch schon normale Türschnallen. Gleich mal eingestiegen. Mit einem schönen digitalen Tacho. Und wirklich ein schöner, schlichter Innenraum. So ein Auto hatten wir bereits. Das habe ich auch schon vorgestellt. Und Leute, dieses Mal muss ich mich anschnallen, denn es gibt eine Anschnallwarnung. Das heißt, ich muss mich jetzt wirklich anschnallen, Leute. Und jetzt seht ihr auch immer, ob ich angeschnallt bin oder nicht. Aber ich bemühe mich wirklich jedes Mal, mich anzuschnallen. Nur ich vergesse es immer wieder. Das ist das Problem. Leider vergesse ich immer wieder, mich anzuschnallen. Aber dieses Mal bin ich ein Vorbild und mache es. Und bevor jetzt hier die Sonne komplett untergeht, schaue ich noch, dass wir schnell filmen können. Ja, Leute, das Auto ist wirklich sehr, sehr gepflegt. Sieht wunderschön aus. Es ist hier auch das Lenkrad nicht abgegriffen. Die Sitze sind auch nicht aufgerissen. Es war immer ein Bezug drauf, von Anfang an, als die Dame es gekauft hat. Von Anfang an war ein Bezug drauf. Immer wirklich in einem super schönen Zustand. Und es stand auch immer in der Garage. Das muss man auch dazu sagen. Ja, heute ist es nicht so weit, Leute. Heute ist es einfach kalt. Es hat minus 10 Grad gehabt in der Nacht. Und es ist wirklich kalt. Dann merkt man schon mal, wie ist es mit einem Mopedauto bei Minusgraden. Ja? Ist es warm? Ist es angenehm? Das werden wir jetzt rausfinden. Denn es wird jetzt immer kälter, je später es wird. Und Leute, wie schnell geht der? Der beschleunigt so richtig geil. Oh mein Gott, der geht ja richtig gut. Wow. Hammerteil. Hammerteil. Wahnsinn. Das Ding geht ja voll ab. Also mit dem nach Hause fahren ist wirklich gemütlich. Und es geht auch schneller, weil er nicht so langsam ist. Das ist echt geil. Tanken müssen wir halt. Wir sehen, dass wir noch einen Strich haben. Also tanken muss ich auf jeden Fall. Aber das Auto sieht so nice aus, wirklich. Ich habe es gesehen, es war einfach vom ersten Blick an schon ein Traum. Das ist so ein schöner Zustand. Und vor allem in Weiß. Es ist wirklich selten, dass es ein weißes Mopedauto gibt. Meistens ist es nur die Standardausführung in Weiß. Aber das ist keine Standardausführung. Das ist wirklich ein top ausgestattetes Mopedauto, das auch damals wirklich teuer war. Das hat 14.000 Euro gekostet vor 10 Jahren. Wenn man das jetzt hochrechnet mit der Inflation, dann würde es jetzt wahrscheinlich 16.000 neu kosten. Also das ist wirklich ein teures Exemplar und das merkt man auch. Also wirklich Top-Qualität. Microcar wieder mal richtig geil, wirklich gut gemacht. So, wo muss ich da jetzt hin? Wie durchzugsstark ist denn jetzt dieser Jan Marmotor? Immer wieder hört man es, er hat einen guten Drehmoment, er beschleunigt sanft. Und er hat auch wirklich viel Kraft. Ja, das werden wir jetzt merken, weil hier geht es auch wirklich über die Berge wieder. Also Hügel eher. Berge hatten wir ja schon. Also wenn man das vergleicht, ist natürlich nichts dagegen. Ja. Aber es ist doch etwas steil. Und man kann hier gut sehen, wie er sich so macht. Exam ist ja bergauf ca. 30 km/h, 35 km/h. Kommt immer darauf an, ob er entdrosselt ist oder nicht. Wenn er Exam entdrosselt ist, schafft er ca. 35 km/h. Man sieht auf jeden Fall, dass der Jan Marmotor wirklich einen besseren Drehmoment hat, denn selbst entdrosselt, ich
zeige es euch gleich. Selbst entdrosselt fährt dieser bergauf seine 48 km/h. Und das entdrosselt. Also das zeigt auf jeden Fall, dass dieser Motor sehr stark ist und wirklich durchzugsstark bei Steigungen und sich auf jeden Fall ideal eignet, wenn man am Berg wohnt oder wenn man irgendwo am Land wohnt und man braucht ein Fahrzeug, das zuverlässig bergauf fährt und trotzdem schnell ist, damit man nicht Ewigkeiten unterwegs ist. Denn wenn man mit einem Mopedauto wirklich mal Langstrecken fährt, merkt man gleich, es dauert. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 40-50 km/h ist es einfach wirklich eine Sache der Ewigkeit, bis man von A nach B gekommen ist. Wenn man dann ein bisschen was tunt, hat man den Nachteil, dass es bergauf langsam ist. Anders hier beim Yanmar-Motor haben wir trotz des Tunings immer noch eine gute Geschwindigkeit und auf jeden Fall einen Motor, auf den wir uns verlassen können. Bei diesem Motor ist immer wieder das Problem, dass das Getriebe kaputt wird, weil der so einen starken Drehmoment hat, dass es meistens dann kaputt wird. Und darum ist es auch hier schon getauscht worden. Also bei diesem Auto ist immer alles in der Fachwerkstätte gemacht worden, es sind alle Rechnungen vorhanden, es ist alles im Serviceheft eingetragen. Es ist nur in der Fachwerkstätte von Tag 1 an alles repariert worden und es wurde auch wirklich oft etwas repariert. Wenn es eine Kleinigkeit war, wurde es sofort in die Werkstatt gestellt. Also ist wirklich alles gemacht, das Auto ist wirklich tipptopp und ja, ich hoffe es bleibt auch so, denn der Tank ist wirklich schon sehr leer. Hier geht es auf jeden Fall bergauf, stark. Und ich merke trotz des Bergauffahrens, wenn ich aufs Gas steige, er beschleunigt sogar noch bergauf. Also der hat wirklich ordentlich Wumms, dass der hier noch beschleunigt bergauf. Guckt euch das mal an. Also das Auto ist, ich liebe dieses Emgo. Das ist das erste Auto, das wir auf diesem Kanal hatten. Oh mein Gott, ja Leute, der Tank. Ich weiß, wir müssen tanken, wirklich dringend. Der Emgo war das erste Auto auf diesem Kanal und damit hat alles angefangen. Darum habe ich da auch eine gute Beziehung dazu. Ich bin ja eigentlich ein richtiger Crossline-Fan, Eixam durch und durch. Mit dem hat es auch angefangen bei mir damals, wie ich 15 war. Aber ja, beim Kanal jetzt hier auf YouTube ist das erste Auto der Microcar Emgo gewesen, ein roter. Und der hat auf jeden Fall alles überzeugt. Da habe ich gewusst, okay, ich bin nicht mehr so ein festgefahrener Eixam-Fan, denn der hat mich wirklich überzeugt, was der alles kann. Und wie ruhig der Motor ist. Man kann hier reden, man kann alles machen. Es ist wirklich leise beim Fahren. Beim Eixam ist es sehr laut. Aber hier, wirklich, es ist so ruhig und leise beim Fahren. Es ist wirklich geil. Einfach nur Wahnsinn. So, ich hoffe, es kommt bald eine Tankstelle, Leute. Vielleicht ist es euch aufgefallen, dass beim Reden mir der Dampf aus dem Mund kommt, weil es so kalt ist. Aber ich habe auch nicht eingeheizt. Also ich werde jetzt mal einheizen und mal die Heizung hier kurz testen. Dazu hier einfach mal einschalten. Der war wirklich nicht eingeschaltet. So, es ist auf jeden Fall auf heiß eingestellt. Ja, dann schauen wir mal. Ah, da geht schon warm raus. Da geht schon warm raus. Jetzt wird es gleich kuschelig warm sein. Das wird sicher so sein. Denn die Heizung bläst auf jeden Fall schon ordentlich warme Luft raus. Ist auch eine schöne Gegend hier. Fährt sich wirklich sehr bequem, Leute. Also dieses Auto ist einfach nur geil. Sowas von geil. Es ist so geil, Leute, dieses Auto. Wirklich, es zieht so geil. Es hat eine gute Geschwindigkeit. Es ist leise hier im Innenraum. Ich kann wirklich super Musik hören. Ich kann super reden, ohne dass ich Probleme habe hier irgendwie, dass es zu laut ist vom Motor oder beim Fahren. Es ist einfach geil. Das Auto ist sowas von toll. Und ich bin einfach komplett überzeugt von diesem Auto, es ist einfach nur geil. Der zieht da weg, als gäbe es kein Morgen mehr, der geht ab, der hat einen Drehmoment, Leute. Der hat einen starken Motor, der Yanmar-Motor ist einfach nur geil. Bergauf geht dann 50er, auf der Strecke geht er 65, 70, einfach nur perfekt. Das Auto ist nicht laut, Wahnsinn. Und einfach beim Fahren, es ist nicht laut. Also, einfach nur geil und jetzt ist es auch nicht mehr so kalt hier. Ich merke schon, wie es warm wird. Auf jeden Fall schon, wie es wärmer wird. Und jetzt brauchen wir dann wirklich bald eine Tankstelle, weil wenn ich jetzt hier den Verbrauch auch noch eingeschalten habe und er mehr Strom braucht, dann wird auch mehr Diesel verbraucht. Und dann, ja, könnte es eng werden. Ich weiß ja nicht. Ein Strich ist ein Strich. Aber ist es gerade noch ein Strich oder ist es ein Strich? Das ist jetzt die Frage. Darum will ich mich nicht so lange hier rumspielen und einfach bald eine Tankstelle ansteuern. Aber ich weiß ja nicht, wo eine ist. Das wird heute sowieso eher eine kürzere Tour, also ein kürzeres Video.
weil es nicht so weit ist wie beim letzten Mal. Was ist denn das? Die wollen hier, was ist das? Die Kinder hüpfen hier rum. Wollen irgendwas verkaufen? Keine Ahnung. Wirklich gemütlich hier auf der Straße fahren, wenn es nicht nur 45 sind. Wirklich Top-Geschwindigkeit, ruhiger Motor, warm, schöner Innenraum. Wirklich ein Top-Auto. Bin ich jetzt schon voll zufrieden. Der geht da wirklich 70, Leute, wie geil ist das denn? Na klar müssen wir hier ein paar km/h abziehen, weil es natürlich nicht immer genau stimmt, was am Tacho steht, aber 65 wird auf jeden Fall gehen. Ich schaue mal kurz, wie es bei Google Maps ist, wie schnell er geht, also mit der Geschwindigkeit. Und dann blende ich euch mal kurz die Geschwindigkeit vom Satelliten aus. Also, wenn ich jetzt hier bergab fahre, 73, dann blende ich euch jetzt kurz ein, wie schnell ich dann eigentlich fahre. Also 65, wie ich gesagt habe, weil das ist auch circa das Maximum, was dann geht, wenn man die Variomatik entdrosselt. Vor allem ist es auch legal noch, sage ich jetzt mal, eine Grauzone. Also legal ist es nicht, aber es ist eine Grauzone. Da wird auch keiner was sagen. Natürlich empfehle ich es nicht. Wenn das Auto schon so ist, wenn ihr es kauft, dann könnt ihr es so lassen. Aber selber würde ich nichts machen. Ich sage es immer wieder. Ich mache auch keine Videos dazu, wie man es entdrosselt, weil es eben nicht erlaubt ist. Aber natürlich ist es schön, wenn man eins hat, das dann ein bisschen schneller läuft. Wieso ist hier keine Tankstelle, Leute? Was ist da los? Es muss doch irgendwo eine Tankstelle sein. Was soll ich machen? Der kann jeden Moment ausgehen, weil er spritleer ist. Ach Gott, ich kann nur hoffen, dass sich das ausgeht. Das ist immer wieder so. Aber da hatten wir noch genug. Und jetzt haben wir wirklich noch einen Strich. Was kann da sein, Leute? Das wissen wir nicht. Und dann geht es auch noch so bergauf die ganze Zeit. Dann verbraucht er auch ein bisschen mehr dann. Ach, ich hoffe, das geht sich aus, wirklich. Und es ist auch noch nicht ganz dunkel, damit ich noch mal kurz das Fahrzeug von außen zeigen kann. Weil das wäre mir eigentlich schon wichtig gewesen, dass das noch geht. Wenn ich keine Tankstelle finde, dann muss ich so oder so noch wo stehen bleiben, weil ich möchte es ja noch mal filmen. Es geht ja nicht, wenn keine Tankstelle kommt. Denn dann wird es wahrscheinlich schon dunkel sein. Ja. Und jetzt wieder volle Pulle bergab. Oh yeah! Wie schnell ist dieses Mal? 73 war das Beste. Ja, 73. 74, komm, noch einer! Ah, das geht sich nicht mehr aus. Aber wirklich nicht schlecht. Und du merkst es einfach nicht. So gut gedämmt und so robust gebaut, du merkst es einfach nicht, wenn du schnell fährst. Wenn du mit dem AXM 80 fährst, hast du das Gefühl, dass du abhebst. Zumindest mit den Älteren. Also das Auto ist auch schon 10 Jahre alt, aber ich sag mal so ein älteres. Also da ist Microcar schon ein bisschen weiter vorn gewesen mit der Produktion, also mit der Hochwertigkeit und so. Weil AXM war 2010 noch nicht so gut gedämmt wie der hier. Und der ist wirklich geil. Ja, ein paar Kleinigkeiten mache ich noch. Zum Beispiel geht die Fahrertür nicht auf, da ist innen der Teilzug abgerissen, den muss ich neu machen. Und sonst ist eigentlich nichts kaputt, außer, ja, was ist sonst noch kaputt? Nix. Eigentlich nichts. Das ist mir vorher passiert. Ich habe die Tür aufgemacht, obwohl sie zugesperrt war und dann habe ich da irgendwas abgerissen, keine Ahnung. Ich muss das noch neu machen. Sonst habe ich nichts entdeckt, was bei diesem Auto gemacht gehört. Das hat ja wirklich nichts. Die Sitze sind auch, wie gesagt, wie neu und alles geil einfach. Bevor mir jetzt hier komplett die Sonne untergeht, zeige ich euch das Auto nochmal von außen. Leute, der ist so geil. Wenn ich den putze, der sieht jetzt schon aus wie neu, aber wenn ich den putze, Leute, da werde ich wahrscheinlich einen Orgasmus haben, weil das Auto so geil aussieht. Guckt euch das mal an mit den Nebelscheinwerfern. So ein geiles Ding. Wirklich, einfach nur geil. Also das ist Wahnsinn. Und vor allem die Heckklappe. Ich muss hier nicht extra einen Hebel ziehen wie bei AXM. Ich kann sie einfach hier bequem aufmachen und ich habe einen riesen Kofferraum, Leute. Und sogar eine Trennwand zwischen dem Kofferraum und den vorderen Sitzen. Das habe ich auch sonst normal gar nicht. Das sieht einfach so robust aus. Das ist so ein cleanes Auto. Das ist einfach nur geil. Vor allem, ich habe 4 Lautsprecher-Soundsystem. Ich habe hier Lautsprecher. Ich habe hier Lautsprecher.
Ich habe einfach ein Vier-Lautsprecher-Soundsystem. Und wenn ich da ein Pioneer-Soundsystem reinmache, Leute, was glaubt ihr, wie das aussieht? Vor allem hier, ich habe ja immer Sitze mit Bezüge, die sind wie neu. Die sind wie neu. Also, die sind eigentlich neu, weil die sind immer mit Bezüge gefahren worden. Und verdunkelte Scheiben hinten. Das Auto ist einfach nur geil. Oh, ein geiles Auto, Leute. Wie geil sieht das aus? Tankstelle hatten wir leider immer noch keine. Aber das Auto ist einfach so clean, Leute. So geil. Also wirklich, ich habe so eine Freude, Leute. Weil wenn ich das putze, das sieht einfach aus wie neu. So ein geiler, wirklich, so ein geiler Wagen. Ja, jetzt wird es eh schon dunkel. Jetzt habe ich noch die letzten Sonnenstrahlen kurz genutzt für das Thumbnail, dass ich das ordentlich oben habe, das Auto. So. Und da zieht der schon wieder los. Wahnsinn. Wirklich schön leise. Leute, wir haben endlich eine Tankstelle gefunden. Perfekt. Ja, Leute, der hat wirklich keine Risse. Oder Kratzer, da hat er wirklich nichts. Der hat nichts. Der hat nichts. Wahnsinn. Dass ich das mal erleben darf, dass ein Mopedauto keine Kratzer hat. Das ist wirklich Wahnsinn, ja. So, dann nehme ich hier den Diesel Plus. Gleich den besseren getankt, weil die Besitzerin hat auch immer den besseren Diesel getankt, also tanken wir auch den besseren. Gleich mal voll getankt, beziehungsweise 20 Euro habe ich eingegeben, also fast voll getankt. Passt. Super. So schnell geht's. Und dann schauen wir mal, wie viel Tank hier sich ausgegangen ist. Ah, der ist eh voll. Ist ja gerade ausgegangen, dass er voll ist. Perfekt. Im Winter immer ein bisschen warten mit dem Vorglühen. Es ist natürlich kalt draußen. Super. Dann fahren wir schon weiter. So schnell geht's auch. Und wir haben keine Sorgen mehr, denn das Auto ist getankt. Und die Handbremse war angezogen, Leute, sorry. Ach, ich vergesse es immer. So. Auf geht's. Jetzt habe ich auch hier noch schnell die Uhrzeit eingestellt und den Tacho zurückgesetzt, weil wir ja getankt haben. Dazu müsst ihr nur auf diesen Knopf hier oben drücken und ihr seid schon wieder im Menü drinnen. Ihr seht, ich kann hier auswählen. Dann kann ich, wenn ich oben bleibe, weiter drücken und wenn ich wieder oben bleibe, dann ist es erledigt. Und dann muss ich nur noch die Zündung aus- und einschalten und das hat sich gespeichert. So wird das funktionieren. Und wenn ich noch ein zweites drücke, kann ich hier das hier zurücksetzen. Leute, wie geil ist das? Man kann hier rumgreifen, man kann hier reingreifen und es ist hier hinter dieser Mittelkonsole noch ein Ablagefach. Wie geil ist das denn? Das ist mir noch nie aufgefallen, schon seit ich einen Emco habe. Dass hier ein Ablagefach hinter der Mittelkonsole ist, wie geil ist denn das designtechnisch umgesetzt, bitte? Wie geil ist das? Ist ja saugeil. Ja, also auf jeden Fall, Schlussfazit, ein tolles Auto, wirklich geiles Auto. Holt euch so ein Auto, bitte, wenn alles passt, wenn ihr damit fahren könnt mit einem. Auch wenn es ein bisschen was kostet, dann die Zulassung.
kauft euch das Auto, wirklich, weil es ein super empfehlenswertes Auto ist. Also Jan Marmontor allgemein. Vor allem hier in diesem Auto macht er am wenigsten Geräusche, weil es gibt ja auch den Jan Marmontor im JDM Alues, im JDM Xeos, in Chatini. Und da ist er überall voll am Klappern. Aber hier ist es toll umgesetzt, hier merkt man ihn gar nicht. Ist wirklich sehr leise. Naja Leute, ich werde jetzt dann Schluss machen und ich wünsche euch jetzt schon noch eine schöne Zeit, schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wie spät es bei euch gerade ist und wann euch das Video ansieht. Und wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, den Daumen hoch zu lassen und den Kanal zu abonnieren. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, euer 007cast.